Wie Daulay die Königstochter gewann. Einstmals, als da, wo Petbori heute liegt, noch Meer war, kam ein Schiff auf dem Bauch des Ozeans herangeschwommen. Von diesem Schiff wird erzählt, es sei von den Göttern aus einer Muschel erschaffen worden, die 100 Meilen lang und breit war. Auf diesem Schiff gab es Häuser, Gärten, Pflanzungen und Felder. Auch befanden sich alle möglichen Tiere darin, und Waren aller Art zum Verkauf an die Bewohner der Berge und Hügel. Als das Schiff am Strand hier in der Nähe entlang schwamm, streifte sein Leib die Spitze eines Felsens unter der Wasseroberfläche. Nun drang Wasser ein. Ein aufkommender Wind erfasste das Schiff und trieb es dahin. Kein Anker fasste Grund. Das Wasser schlug über die Bordwand herein. Niemand konnte es hindern. Vor der Küste weit draußen lief es auf Grund. Menschen und Tiere wurden in großer Zahl von den Wogen erfasst und gingen unter. Nur wer Glück hatte und sich an irgendeinem treibenden Balken festhalten konnte, entrang dem Tod. Die Schiffbrüchigen, die sich retten konnten, trieben bei einem Hügel an Land und ließen sich dort nieder. Das ist der Stamm von Daulay, von dem diese Geschichte handeln soll. Einen anderen Hügel gibt es nicht weit von dem ersten. Dort lebt König Monglai mit seinem Volk. Der König hatte eine Tochter von außerordentlicher Schönheit. Die Zahl ihrer Bewerber war groß. Auch Daulay hatte von der Prinzessin gehört und dachte, ich sollte sie mir einmal ansehen. Dazu verkleidete er sich als Fischjäger. Am Hafen vor dem Hügel des Königs Monglai wollte er seine Fische verkaufen. Die Küchenmutter des Königs kam, um für ihre Herren Fische zu kaufen. Als sie zurückkam, erzählte sie der Prinzessin, dass ein Fischhändler gekommen sei, so schön, wie sie noch nie einen gesehen. Eine Brustkette von herrlichsten Edelsteinen trage er um den Hals. Die Prinzessin hörte es und verlangte, ihn betrachten zu dürfen. Daher ließ sie ihn zum Palast bitten, um persönlich von ihrem Fisch zu kaufen. Als sie gesehen hatte, wie schön Daulay war, senkte sich Liebe in ihr Herz. Während sie seine Fische prüfte, lächelte sie Daulay an. Er sprach zu ihr süße und freundliche Worte in Demut. Feurige Blicke warf er ihr zu, und sie merkten beide, dass die Liebe sie bereits verband. Daulay gab seine Fische hin, und sie reichte ihm von ihrem Schmuck ein Liebespfand. Daulay blieb am Hafen der Schiffe und kaufte jeden Tag von Dienstsklaven des Hafens die schönsten Fische. Er brachte sie zum Palast und verkaufte sie dort. Bald vereinigte ihn mit der Prinzessin engste Vertrautheit. Sie liebte ihn und ihre Mutter und der König sahen ihn gern. Es blieb ihnen nicht verborgen, dass Daulay niemand anderes war als der Herr des Nachbarberges. Nun konnte er es wagen, um die Hand der Königstochter anzuhalten. Ihr Vater überlegte nicht lange. Er nahm den Antrag freudig an. Das gegenseitige Verlöbnis wurde festgelegt und die Schwiegereltern erhielten die herkömmlichen Geschenke von Daulay. Der Tag der Hochzeit wurde festgesetzt. Während der Verlobungszeit erfuhr Herr Kong, der Chinese, die Geschichte von der Schönheit der Prinzessin. Er wollte sie sehen. Gold, Silber und Schmuck holte er auf einer Junke aus seinem Heimatland heran. Als Kaufmann verkleidet betrat er die Stadt des Königs Monglai. Die Bürger sahen die chinesischen Junken im Hafen, gingen hin und betraten die Schiffe, um von den herrlichen Waren, den goldenen und silberdurchwirkten Seidenbrokaten vor allem, zu wählen und zu kaufen. Kong, der Chinese, hatte in seinen Junken eine besonders wertvolle Seide mitgebracht. Als die Hofbeamten kamen, um den Kaufmann zu Palast zu bitten, nahm er diese Stoffe nebst anderen und breitete sie vor dem König aus. Die wertvollen Seidenbrokate aus China erfreuten sein Herz und er lobte den Kaufmann sehr. Seine Gattin und seine Tochter rief er herbei, damit sie die Herrlichkeiten nach Herzenslust betrachten konnten, um darunter auszuwählen, was auch immer sie haben wollten. Als Kong aufsah, traf sich sein Blick mit der Prinzessin.
Später holte der Chinese noch andere Dinge, die 10-mal mehr wert waren, und übergab sie dem Herrscher. Als König Monglai sah, was für wertvolle Geschenke der Fremde brachte, frohlockte er. Kong ergriff die Gelegenheit und sprach: Ich heiße Kong, der Chinese. Ich bin gekommen, um ein Körnchen Staub zu sein unter der goldenen Schuhen des Himmels an deinen heiligen Füßen, o König. Bis jetzt habe ich keine Gattin gefunden. Ich bitte um die Gnade, anhalten zu dürfen, um die Hand der schönen Prinzessin, deiner Tochter. Sie allein möchte ich weihen zu meiner ersten Gattin. König Monlai staunte. Der Chinese Kong schien ein Herr zu sein, so hoch wie der Himmel und so mächtig wie das Meer. Reich musste er sein, dass niemand auf der Erde ihn übertreffen konnte. In seiner Freude vergaß der König, dass seine Tochter bereits verlobt war, und willigte begeistert ein, sie dem Chinesen zu geben. Er nahm die Verlobungsgeschenke an und ließ seinen Wahrsager den Hochzeitstag festlegen. Dieser Tag fiel zusammen mit dem, der für Zhao Lai festgesetzt worden war, denn der Seher war der gleiche. Als der Hochzeitstag gekommen war, führte Zhao Lai den Hochzeitszug seiner Schiffe übers Meer, und sie legten im Hafen der Stadt des Königs Monglai an, um die Betelschale zu übergeben. Auch Kong, der Chinese, kam an der Spitze seiner Dschunken, und sie segelten in den Hafen ein. Auch er hatte den Betelnapf an Bord. Beide fertigten sie Herolde ab, die dem König die Ankunft des Schwiegersohnes verkünden sollten. Die Beteschale stehe bereit zur Übergabe, und alles sei zum Empfang der Prinzessin gerichtet. König Monglai erkannte nun, dass es Krieg geben würde. Listig sprach er zu den Herolden: Nehmt die Dschunken und Schiffe und ankert draußen vor dem Hafen, denn die Stadt will euch ein Geschwader von Schiffen zum Empfang entgegenschicken. Unsere Boote werden euch abholen und ehrenvoll in den Hafen geleiten. Als die beiden Seemächte den Hafen geräumt hatten, zog König Monglai alle Fischerboote, Seeschiffe und Dschunken, groß und klein, zusammen und ließ sie Rumpf an Rumpf schwimmend einen Wall um die Stadt legen. Die Krieger bestiegen das Deck der Schiffe, die Waffen in der Hand. Nun entsandte der König seinerseits einen Herold und ließ den Herren beiden verkünden, dass er bereit sei, den Vertrag aufs Wort zu erfüllen. Leider habe er nur eine einzige Tochter. Er werde sie deshalb für die Herren teilen, um jedem ein Stück geben. Ob sie damit einverstanden seien? Die Herren hörten die Herolde seine Botschaft ausrufen und erschraken. Natürlich waren sie mit der Teilung nicht einverstanden. Das Recht verlange, ließen sie die Herolde ausrichten, dass der König von der Teilung der Prinzessin absehe. Als die beiden Herren ihre Antwort erteilt hatten, setzten sie ihre Schiffe und Dschunken in Bewegung. Zhao Lai umsegelte ein paar Felsen, um die Seemacht des Königs von der Seite anzugreifen. Die Wut des Chinesen Kong war so groß, dass er gerade auf den Kranz der feindlichen Schiffe zusteuern ließ. König Monglai ergriff seine mächtige Keule, bestieg sein Königsboot und gab den Befehl zum Angriff. Die Schiffe und Dschunken fuhren in der Schlachtordnung der fliegenden Krähe aufeinander los. Fürchterlich war der Aufprall der sich rammenden Schiffe. Die Dschunken barsten, und was nicht zerbrochen war, floh. König Monglai jagte seine Soldaten auf die Dschunken des Chinesen. Alle Männer darauf wurden niedergemetzelt und erschlagen. Kong selbst sprang ins Meer und fand auf dem Grunde des Ozeans sein Ende. König Monglai ließ alles, was er auf den Dschunken fand, ins Meer werfen. Sogar die Betelblätter und die Chinesenbrote wurden hinabgeworfen, verwandelten sich aber in Muscheln und Fische. Jene Betelblattmuscheln und Chinesenbrotfische, die es heute noch gibt. Die Prinzessin hatte vom Palast aus dem Kampf zugesehen. Als sie die Dschunken des Chinesen in Angriffsformation auf die Stadt zusegeln sah, fürchtete sie, dass sie siegen könnten und sie dann ihm zufallen würde. Nicht er nämlich war es, den sie liebte. Sie verließ also den Palast und ging auf ein Boot und floh in der Dunkelheit aus der Stadt. Sie wollte Zhao Lai suchen, aber die Wogen warfen ihren Kahn hin und her, und Zhao Lai schlug er um. Jetzt schlug er um.
Die Jungfrau schwamm ans Ufer und erklomm ein Felsen, der später Jungfrauenfels hieß. Zhao Lai war inzwischen mit seinen Schiffen im Hafen angekommen. Von dem König und seiner Streitmacht sah er keine Spur. Darum ließ er seine Soldaten in der Stadt ausschwärmen und eilte selbst zum Palast des Königs, um seine Prinzessin zu retten. Aber er fand nur die Königin Mutter, die ihm sagte, dass ihre Tochter in ein Boot gestiegen, um ihn zu suchen. Geschwind eilte Zhao Lai mit seinen Soldaten zurück zum Hafen. Schnell bestiegen sie wieder die Schiffe, um das Boot der Prinzessin auf dem Ozean einzuholen. Schließlich fand er sie mit ihren Ruderknechten auf jenem Jungfrauenfelsen, nahm sie alle auf sein Schiff und ließ sich übers Meer führen. Als König Mong Lai den Chinesen Kong besiegt hatte, ließ er die Junken in den Hafen bringen und alles, was aus Silber und Gold darin war, auf sein Schloss. In den Palast zurückgekehrt, vermisste er seine Tochter. Er fragte die Königin und erfuhr, dass die Prinzessin bereits verschwunden war, bevor Zhao Lai die Stadt betreten hatte. Ergrimmt schleuderte König Mong Lai die Königin ins Meer, um sie zu töten. Sie konnte sich aber auf einen Felsen retten, der bis heute der Fels der trauernden Mutter heißt. Dann ließ der König alle seine Schiffe bemannen und folgte seiner Tochter aufs Meer. Bald entdeckte er die ankernde Flotte von Zhao Lai. Er ließ seine Schiffe angreifen und einen Ring um die Boote des Gegners legen. Nun war Zhao Lai von der Streitmacht des Königs Mong Lai umzingelt. Ein Entkommen war unmöglich. So musste er sich mit der Prinzessin auf die Spitze des Berges zurückziehen. Wasser und Reis mussten sie entbehren. Nur ein paar Krabben fingen sie, um seine Leute in den Felsspalten. Als sie alle fast verhungert waren, beschlossen Zhao Lai und die Königstochter, dass sie zu ihrem Vater zurückkehren und alle Schuld auf sich nehmen sollten. Sie ging und bat König Mong Lai um Verzeihung. Gerührt schloss er seine Tochter in die Arme und führte sie und Zhao Lai zum Hochzeitsfest in die Stadt. Dann kehrte Zhao Lai mit seiner jungen Gattin glücklich in seine Heimat zurück.